wenn du eingeschaltet hast. Heute geht's los an die Hütte vom Pink Panther. Er freut sich, ich freue mich. Ich würde sagen, legen wir los. Wie immer geht's erstmal los, dass wir uns ein paar Blöcke raussuchen. Für unsere Villa brauchen wir ganz einfach gesagt ein bisschen violette Keramik, rosanen Beton, Magenta Keramik, dann wird's Purpurblöcke, Treppen und Stufen und dann nochmal die Säule davon einfach mal raus. Weiter geht es dann noch mit ein bisschen rosanen Beton. Den kann man nicht nur für den Garten nehmen, nein, auch fürs Haus verwenden wir den. Und für die Fensterfarbe müssen wir natürlich beim Panther natürlich ein bisschen rosa bleiben. Ich würde aber sagen, damit das nicht zu doll rosa wird, nehmen wir einfach mal Magenta. Und man kann auch lila Glasscheiben nehmen, ne, was eigentlich da natürlich für jeder vom Auge halt am besten gefällt. Dann geht es los, dass wir uns erstmal den Grundriss zeichnen. Holt euch erstmal eure violette Keramik raus. Das ist unser Grundriss unten. Ich beginne erstmal irgendwo in der Ecke, müssen wir ja. Und dann setze ich mir jetzt erstmal eine gerade Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcken insgesamt. Dann gehe ich mal ein nach hinten, gehe dann zur Seite weg, lasse zwei Blöcke Platz und setze mir wieder zwei hin. Jetzt gehen wir mal nach hinten weg. Da setze ich noch 1, 2, 3, 4 Blöcke ran. Insgesamt haben wir 5. Dann biegen wir nochmal ab und dann wieder 1, 2, 3, 4 und insgesamt haben wir wieder 5. So, dann gehen wir ein nach hinten weg und können das Ganze einfach mal auf die Länge ziehen, wie wir das vorne schon haben und können das Ganze einfach mal miteinander verbinden. So, ja, darauf setzen wir jetzt einfach mal ein bisschen rosa Beton und zwar insgesamt 11 Blöcke. Wir zählen mal den ersten zusammen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also 11 Stück erstmal komplett auf unseren Grundriss. Wenn wir das Ganze hochgezogen haben auf 11 Blöcke, fällt dir ja auf, vielleicht ist denn hier auch noch was frei. Das kannst du an sich auch zuziehen. Lass einfach nur unten so 4 Blöcke Platz. Ne? 4 Blöcke kannst du hier bei dieser freien Fläche Platz lassen. Den Rest kannst du einfach genau, ja, wie alles andere nach oben zuziehen. So, jetzt wollen wir schon so ein bisschen so was vorziehen für unser Dach. Wir bleiben immer noch bei unserem rosanen Beton, gehen an die Seiten hin und machen jetzt einfach ganz normal eine Pyramide hier hin. Zack, auf der einen Seite, wieder natürlich nochmal auf der anderen Seite ziehen wir uns hier einfach eine Pyramide hin. Du kannst auch gerne, sag ich mal, hier sind ja zwei Hausteile, ne, der größere und der kleine. Du kannst auch gerne nochmal hier beim größeren auch nochmal dir eine Pyramide setzen, damit du das, sag ich mal, so einordnen kannst. So, darauf wollen wir jetzt unser Dach setzen. Das Dach hat immer, sage ich mal, eine Magenta-Farbe. Und da machen wir auch halt ganz normal schlicht eine Pyramide hier. Einfach mal zack, 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 setzen wir das hier alles einmal rauf. Das machen wir natürlich bei beiden Komplexen. Wenn wir unser Dach dann raufgesetzt haben, sollte es bei dir so aussehen. Uns fällt natürlich auf, die Seiten sind noch ziemlich glatt. Das wollen wir mal ändern. Wir beginnen dann auch erstmal hier auf der linken Seite. Natürlich können wir das einmal alles überstehen lassen. Ne? Das ist keine Frage, das ist selbstverständlich, dass wir das überstehen lassen. Aber dann ist das Dach mir noch ein bisschen zu dünn. Wir wollen es ein bisschen dicker machen. Von daher setzen wir einfach hier nochmal eine komplette zweite Reihe lang. Das machen wir natürlich nicht nur auf dieser Seite. Wir fliegen natürlich auch nochmal erstmal auf unsere kleine Seite. Zack, hier setzen wir auch erstmal pyramidenmäßig alles einmal über. Und auch hier lassen wir wieder alles hier zu zack. Na, oder wir bauen sie eher dicker, eher gesagt. Ne, wir machen sie ja ein bisschen dicker. So, dann wollen wir natürlich noch das große Dach ein bisschen überstehen lassen. Das heißt, wir ziehen hier überall nochmal eine weitere Reihe lang. Bam, 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 bam. Geht es hier überall noch einmal lang. Und wenn wir das soweit haben, können wir jetzt schon mal anfangen, mit mal sagen, unten uns die Tür reinzubasteln. Wir fliegen da einfach mal hin. Wir hatten uns ja hier was offen gelassen. Wir nehmen jetzt unseren rosanen Beton. Ne, den platzieren wir uns dann hier einmal innen drin. Können auch genau 4 Blöcke hier uns einmal hinsetzen. Davor platzieren wir einfach mal einen Purpurblock. Und davor einfach unsere Treppen. Und dann kann man sich schon den Weg basteln. Ich empfehle euch einfach mal ein bisschen rosane Wolle. Ihr könnt auch ein bisschen Teppich platzieren, um den Weg so ein bisschen hervorzuheben. Ne, dann wirkt das alles auch besser. So, dann wollen wir natürlich auch nochmal ein kleines Vordach über unsere Tür zaubern. Da machen wir einfach, würde ich mal sagen, hier so eine kleine Pyramiden- oder ja, wie so eine Treppe halt hier einfach mal so vorne hin. Von der Dicke her würde ich mal sagen, 3 Blöcke, das reicht völlig aus, ne, als Vordach. So, jetzt geht es weiter, dass wir oben unser Dach ein bisschen verkleiden. Und zwar nehmen wir jetzt nochmal unsere Purpurtreppen zur Hand. Wir beginnen erstmal bei unserem großen Dach. Und zwar setzen wir jetzt hier auf der Vorderfront einfach die Treppen immer so hin, dass, sag ich mal, hier sich zwei so miteinander mit dem Rücken verbinden. Danach geht es wieder so voran, zack, 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 wieder mit dem, ja, dass die sich mit dem Rücken verbinden. Dann sollte das hier auch perfekt aufgehen. Das machen wir aber nicht nur auf der Vorderseite mit den Treppen, nein, auf der Rückseite sollte es dann natürlich dann auch so aussehen. So, wir bleiben immer noch bei unseren Treppen und zwar beim kleinen Dach ist auch sowas, nicht komplett, sondern einfach nur an der äußeren Ecke ist einfach hier sowas gemacht mit der Treppe. Das machen wir natürlich auch einmal auf der Vorder- wie Rückseite, zack, zack, schon sind die Treppen dran. So, jetzt wollen wir gleich, wenn wir schon mal auf dem Dach sind, auch noch ein bisschen mehr machen. Zum einen können wir noch hier oben so ein Dachfenster uns reinbasteln. Wir fliegen hier auf unser großes Dach hin, das ist auch nur auf der Vorderseite. Lassen an den Seiten 3 Blöcke Platz, schlagen hier insgesamt 4 Blöcke weg und sollten hier auch nochmal 3 haben. So, da setzen wir an den Seiten jetzt erstmal Purpurblock hin. Dann können wir hier unsere Stufen hinsetzen. Dann würde ich sagen, ja, schlagen wir hier die zweite Reihe auf. Ne, können wir machen. Obwohl nicht komplett, wir sollten hier an den Ecken lieber mal hier lassen. Machen wir nur 2 weg in der Mitte. So, an den Seiten setzen wir uns einfach mal unsere Treppen hin.
zack, zack. Dann machen wir daran auch wieder ein paar Umgedrehte ran. Und darauf setzen wir einfach nochmal unsere Stufen. Und dann haben wir unser Dachfenster schon mal fertig. Dann möchte ich noch mit euch mir einen Schornstein basteln. Dabei standen wir mal unsere Puposäule. Unser Schornstein befindet sich hier beim kleinen Dach. Da würde ich mal sagen, schlagen wir hier mal diese zwei Blöcke weg hier oben von der Mitte. Und da setzen wir uns denn hier, würde ich mal sagen, dann kriegen wir das hier irgendwie so hin. So, unsere Säulen natürlich so hin, dass die, sage ich mal, auch das Muster alles nach oben haben. Ich würde mal sagen, wir machen insgesamt 4 Säulen hin. Das sollte völlig ausreichen von der Höhe. Ne? Gucken wir, 4 Säulen passt. Und ganz oben setzen wir noch ein paar Pupo-Stufen hin, ne? Um das Ganze abzuschließen für unseren Schornstein. Tja, dann sind wir eigentlich schon so weit, unsere Fenster uns reinzuzaubern. Wir fangen erstmal auf der Vorderseite an. Da befinden sich 4 Stück. Wir fangen an der Seite an. Wir lassen an der Seite ein, oder sagen wir mal, 2 Blöcke Platz unten ein. Und schlagen hier 3 weg. Dann lassen wir 2 Blöcke Platz und wieder 3 weghauen. So, jetzt gehen wir nach oben. Da würde ich mal sagen, lassen wir 2 Blöcke Platz und schlagen dann wieder 3 hin. Das machen wir natürlich nicht nur auf der Vorderseite, sondern auch wieder auf der Rückseite. Haben wir denn auf der Rückseite auch nochmal solche 4er Fenster uns platziert? Geht es weiter jetzt bei unserer Tür? Da wollen wir oben schräg auch nochmal ein 2er Fenster uns einfach mal reinhauen. Einfach so schräg von der Treppe könnt ihr hier so 2 weghauen. Dann biegen wir ab mal zur Seite. Da würde ich mal sagen, lassen wir unten 2 Blöcke Platz und schlagen uns hier ein 2er Fenster rein. Gehen auf der Rückseite, machen das, mal sagen, auch hier so hin, dass wir hier 2 Blöcke unten haben und 2 zur Seite weg. Dann gehen wir hoch, lassen 2 Blöcke Platz. Ich bin gerade überlegen, ob wir vielleicht doch 3 Blöcke lieber lassen. Ja doch, lasst mal lieber 3 Blöcke Platz und dann macht ihr auch nochmal ein 2er Fenster hin. So, wenn wir das dann erstmal mit den Fenstern soweit haben, ist der nächste Schritt erstmal Glasscheiben zu nutzen. Die können wir natürlich hier einmal bei den ganzen Fenstern reinsetzen, außer bei unserem Dachfenster hier oben. Da nehmen wir am besten Glasblöcke von der Farbe, weil das wirkt dann einfach besser, als wenn wir dann mit Glasscheiben hantieren. Ich war gleich noch so frech und habe meine Fenster noch ein bisschen verkleidet mit schwarzem Beton. Wirkt einfach ein bisschen besser, als wenn man das einfach hohl lässt. Ne? Kann man auch ruhig sich verkleiden. Und dann sieht das von den ganzen Seiten so aus, wenn man mit den Fenstern fertig ist. Und dann kann unser Pink Panther schon langsam einziehen. Das Letzte, was wir noch setzen, ist einfach mit einem Steinknopf so ein Türknopf, ne? Dass er auch reingehen kann in seine Hütte. Und dann haben wir das Häuschen vom Pink Panther fertig. So sieht's aus. Schön pink. Fertig ist die Hütte vom Pink Panther. So sieht sie aus. Nun kann er einziehen. Er freut sich. Falls du mal Lust hast oder Interesse hast, dir mal ein paar Folgen vom Pink Panther anzugucken, guck mal in der Videobeschreibung. Ich verlinke dir deren Channel, die machen nur aktuell viele Videos. Und bedanke mich dann wie immer fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.